So, grüß euch und schön, dass wir eingeschaltet haben zur weiteren Folge Digimon Survive mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir uns leider von Ryo verabschieden müssen. Ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal kommt oder irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich werde mich jetzt einfach mal überraschen lassen, wenn das Story wird da jetzt nicht weiter nachkundigen. Ich habe auf jeden Fall hier mal ganz kurz hier in den das Profil reingeschaut. Und da ist Ryo so noch drin eigentlich. Also wenn er gestorben wäre, müsste er eigentlich verschwunden sein. Wobei andererseits der Professor... Ja, der Professor ist halt auch noch drin. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die E-Mail und die Telefonnummer irgendwie so verschleiert ist. Ich weiß gar nicht, warum die da mit drauf ist eigentlich. Aber gut, andererseits muss er bedenken, es ist ja ein Smartphone, also... Jetzt habe ich Episoden. Episode 1. Naja gut, egal. Gehen wir von aus, es wird alles gut. Na denn, und machen jetzt einfach mal weiter. So, halt. Nein, nicht da lang, Ryo, komm zurück! Ryo! Ryo! Gott. Ich habe geträumt, dass Ryo gestorben wäre. Aber war nur ein Traum. Heute Morgen bin ich nass geschwitzt und zitternd aus meinem Albtraum erwacht. Kein Wunder, ich hatte noch viel nachgedacht und könnte schlecht einschlafen. Nicht nachdem Ryo gestern vor unseren Augen gestorben ist. Aber abgesehen von dem Schrecken, zum ersten Mal jemanden sterben zu sehen, war es einfach nur furchtbar, wie die Tentakel nach ihm gegriffen haben. Wenn ich nur daran denke, läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter. Es war nicht die erste Person, die ihr gesehen habt, wie er gestorben ist. Der Professor. Aber ich sollte es jetzt lassen, nachdem Agumon mich heute Nacht aufgemuntert hat. Moment mal, wo ist Agumon? Wo sind die anderen? Erstaunlich leer hier. Niemand sonst ist hier. Bin ich der Letzte? Einen Augenblick mal. So, um es nur kurz Fenster zu machen. Niemand sonst ist hier. Bin ich der Letzte? Haben Sie mich extra schlafen lassen? Kein Grund mehr, aktiv zu werden. Wir müssen darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Es ist noch nicht zu spät. Also die anderen vielleicht in der Cafeteria. Haben wir jetzt eigentlich versucht, ob die Handy empfangen haben? Oh, guten Morgen, Kaito. Bragmon? Endlich bist du aufgestanden. Wow, der ist aber sauer. Hat er die ganze Nacht Zeit darauf gewartet, dass ich aufwache? Tut mir leid, dass ich so spät aufgestanden bin. Ich konnte schlecht einschlafen. Ja, egal. Du wirst bestimmt erschöpft. Also, wo sind die anderen? Woher soll ich das wissen? Du bist der Einzige, der auftaucht. Jetzt ehrlich? Ich dachte wirklich, mittlerweile wären alle hier. Wo sind alle? Hier und da. Und sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Sie haben gesehen, wie dieser Freund von dir in den Nebel gezogen wurde. Das beunruhigt sie bestimmt. Genauso sehr wie dich. Guter Punkt. Ryos Tod war nicht nur für mich ein Schock. Das dürfte alle belasten. Sie müssen vorarbeiten, was passiert ist. Wir sollten ihnen wohl etwas Zeit lassen. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen raus und... Ich sollte ihnen vielleicht mal eine andere Stimme geben. Wir müssen raus und Mio retten. Stimmt, aber diese seltsame Nebel macht alle nervös. Umso mehr ein Grund dafür, schnell zu handeln. Mio steckt in Schwierigkeiten. Und es ist nicht nur der Nebel, es sind auch Motze hierher. Stimmt, Arokenimon. Diese Spinnenmonster hat was vom Opfer gesagt. Und sie ist zwar ziemlich stark, wenn noch viel mehr von wie sie da draußen unterwegs sind. Verdammt, deswegen wollte ich Mio gestern suchen. Ich hätte mich davon nicht abbringen lassen sollen. Nein, ich hätte sie gar nicht erst aus den Augen lassen sollen. Kaito, beruhige dich. Ja, hör auf, Takuma. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Meine Schwester ist in Lebensgefahr. Ey, das habe ich nicht vergessen. Aber dass du sauer wirst, hilft uns gerade nicht. Was nicht hilft, ist, sich zu streiten, wenn man auf die Hilfe wartet, die nicht kommt. Ich werde allein nach Mio suchen. Kaito, warte. Es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Wir müssen alle zusammen bleiben. Ja, finde ich auch.
Ich möchte nicht, dass du dich in Gefahr begibst. Dragmon. Na gut. Ich bin erleichtert. Eigentlich konnten wir mal zu ihnen durchdringen. Aber ich warte nur bis Mittag. Dragmon, danach gehe ich los. Was? Ich warte hier nicht länger bis zum... Warte hier nicht länger als bis zum Mittag. Dann suche ich nach Mio, egal was hier irgendeiner sagt. Notfalls gehe ich auch allein. Du bist manchmal so ein Idiot, weißt du? Du weißt doch, dass ich bei dir sein werde. Hey, wie nennst du einen Idioten? Dich natürlich. Wen soll ich denn sonst meinen? Wahrscheinlich hast du die dumme Idee, niemanden in Gefahr zu bringen, oder? Hör auf, alles selbst machen zu wollen. Was meinst du? Warum bin ich da? Findest du das wirklich? Okay, tut mir leid. Dragmon scheint wirklich besorgt um Kaito zu sein. Dafür lächelt er aber ganz schön. Und Kaito scheint tatsächlich auf Dragmon zu hören, auf seine Art. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich glaube, die beiden stehen sich sehr nahe. Na, Sakuma, das heißt dann wohl, dass du die Leute zusammentrommeln solltest. Ich muss Kaito im Auge behalten, damit er nicht vorher verschwindet. Du verstehen, ne? Ah, verstanden. Ich hol die anderen. Mal sehen, ob ich es bis zum Mittag schaffe. Ich muss schnell alle herholen. Freie Aktionen. Okay, schnell. Und schnell bedeutet, ich habe wie viele Aktionen zur Verfügung? 11. Okay, es sind nicht mal so viele. Ich könnte freie Kämpfe machen, aber da würde ich nur gegen Biomon und Meramon kämpfen. Oh, wir haben auch eine weitere Insel freigeschalten. Auch Biomon. Okay, verstehe. Ach, da ist der Turm. Hab gerade gefragt, wo ist denn der Turm? Und das da unten ist die Schule, es passt. Okay, dann reden wir mal ein bisschen im Korridor mit Agumon. Takuma, letzte Nacht war schrecklich, oder? Das freut mich. Erster Professor und jetzt Ryo. Das freut mich wirklich zu sehr. Seit wir hier sind, haben wir viele Gefahren gemeistert, aber dass jemand stirbt... Mir wird gerade bewusst, dass dieser Ort viel gefährlicher ist, als wir dachten. Wie sollten wir von hier fortkommen? Wie sollten wir hier überleben? Takuma, ist alles in Ordnung? Entschuldige. Ich sollte nicht so traurig sein, nachdem du mich gestern so aufgemuntert hast. Schon in Ordnung. Ich bin auch ziemlich überrascht. Überrascht? Weswegen? Wegen Ryo. Ich kann immer noch nicht fassen, was mit dem Menschenkind passiert ist. Wäre dir das passiert, Takuma? Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ja, gib mir auch so. Wir haben jetzt nicht nur Ryo verschwunden, sondern Kunemon gleich mit. Er tut Kunemon auch leid. Ja, mir auch. Ryo hat wohl nie verstanden, wie Kunemon tickt. Aber ich weiß, dass er sich um Ryo gesorgt hat. Warum muss das so enden? Jetzt hat Kunemon Ryo nicht einmal mehr. Menschenkinder sind irgendwie etwas Besonderes für Agumon und die anderen, Trotzdem muss ich die Vorstellung zu verschwinden auch für mich schrecklich sein. Es leuchtet ein, dass Agumon verstört, was mit Ryo und Kunemon passiert ist. Ich werde dich nie im Stich lassen, Agumon. Oh, Takuma. Wie nett von dir. Dieses Mal hast du mich aufgemuntert. Bei dir fühle ich mich so viel besser. Immerhin konnte ich dich aufmuntern. Die anderen sind bestimmt noch ziemlich durcheinander. Da müssen wir das eben ändern. Oh, und wie? Weiß ich nicht genau. Was könnte ich denn tun? Ja, Agumon. Wie könnte Agumon die anderen aufheitern? Vielleicht indem er mit ihnen spricht, so wie wir es gerade tun. Das könnte alles etwas leichter machen. Sie leiden bestimmt sehr. Vielleicht wäre sie lieb allein. Lieb allein, ich weiß nicht genau. Rede mal mit den anderen einfach mal. Weißt du, Agumon, du bist ein richtig toller Zuhörer. Rede auch mit den anderen mal. Oh ja. Sie hatten vermutlich alle schon eine Menge Unterhaltung, wie wir gerade eben. Minoru hat Falcomon, Aoi hat Labramon und so ist bei allen anderen. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Allerdings mache ich mir Sorgen um Shuchi und Lopmon. Hey, wie ist damit? Warum tust du nicht etwas für die anderen, die dir auch gefallen?
dass dir auch gefallen würde. Oh, das ist schlau. Das bringt mich auf Ideen. Ich sollte mich an der einen Stelle umsehen. Hm? Klingt, als würde er vor sich hin brabbeln. Bin gleich zurück, Takuma. Warte, wo gehst du hin? Mach dir keinen Kopf. Tschüss. Okay, wenn du meinst, aber sei am Mittag wieder in der Cafeteria, ja? Sonst sucht Kaito vielleicht auf eigene Faust, Mio. Alles klar. Okay, Agumon ist dann wohl weg. Dann fragen wir mal Shuchi und Lopmon. Agumon, wo ist er wohl hin? Was macht er denn hier? Das ist alles meine Schuld. Hätte ich doch nur die Nerven nicht verloren. Shuchi. Takuma. Tut mir leid. Ich habe nur gerade mit mir selbst geredet. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wie geht's dir? Shuchi, du wirst immer so gequält. Ich mache mir Sorgen um dich. Klappe, was weißt du denn schon? Ich sitze nicht nur auf diesem seltsamen Weltfest. Vor meinen Augen ist jemand gestorben. Was tut mir leid, ich wollte doch nur... Der Professor wollte, dass ich genau so etwas vermeide. Hätte ich die Nerven behalten, wäre Ryu jetzt noch hier. Ich habe einfach versagt. Shuchi, ich verstehe, wieso du das denkst, aber du darfst dir nicht die Schuld geben. Was den beiden zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Nein, es ist meine Schuld. Ich bin der Älteste. Ich sollte hier der Anführer sein. Es war meine Aufgabe, dass alle in Sicherheit sind. Was soll ich denn nur Ryos Eltern beibringen? Er fühlt sich wirklich für das verantwortlich, was passiert ist. Aber es ist nicht alles seine Schuld. Nichts ist seine Schuld. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich entschuldige mich auch. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Ich finde nicht, dass du dich für irgendwas entschuldigen musst. Es konnte ja keiner ahnen, dass wir in so einer Welt landen würden. Was mit Ryo passiert ist, liegt an den seltsamen Nebel und den Monster hinten daran. Das denke ich auch. Du hast da überhaupt nichts mitzureden. Du bist eins von diesen Monstern. Lopmon macht sich nur Sorgen um dich. Ach wirklich? Vergiss nicht, dass er ein Monster ist. Okay. Aber würde es dir etwas ausmachen, mich jetzt ein bisschen allein zu lassen? Bist du sicher? Ja, ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. In Ordnung. Shuchi. Shuchi nimmt das sehr mit und das hilft auch nicht, dass er verantwortungsbewusst ist. Ich glaube, das sollte eigentlich eingeklammert sein. Das sollte ich ihn eine Weile in Ruhe lassen. Zumindest haben wir einen Bewegungspunkt verbraucht. Den hier brauche ich. Ist Lopmon nicht mehr drin? Agumon, wo er wohl hin ist? Lopmon ist auf jeden Fall auch nicht mehr da. Wo ist Lopmon? Fragen wir mal. Sieht mir jetzt aus, mal mich allein zu lassen. Ja. Sei nicht so ein Schnarcher, ey. Klassenzimmer. Agumon ist wohl nicht hier. Aui. Ich konnte sie nicht aufhalten. Sei nicht so streng mit dir. Du hättest nichts tun können. Aber ich vorher wusste es. Ich wusste, dass mit Drivers etwas nicht stimmt. Wieso konnte ich ihnen nicht helfen? Jetzt würde Aoi sich die Schuld geben. Ja, du weißt doch, wie ernst sie immer alles nimmt. Sie bereut, dass sie nicht mehr getan hat. Sie hat den ganzen Morgen geweint. Das war hart mit anzusehen. Sie fühlt sich schuldig wegen Ryo, weil sie so verantwortungsbewusst ist. Lopmon hat wohl recht damit, dass sie nichts tun konnte. Aber ich verstehe auch, dass Aoi das wirklich nahe geht. Es war unvermeidlich. Aoi, was Ryo passierte, es war unvermeidlich. Wir hätten nichts tun können. Gib dir nicht die Schuld. Aber wie kannst du das so einfach sagen? Ich komme da nicht so einfach darüber hinweg wie du. Ich bin ja auch nicht so darüber hinweggekommen. Sieh die Dinge doch mal etwas positiver, Aoi.
Ich bin wirklich furchtbar, Schluchz. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie ich sie aufmuntern soll. Und wenn ich nicht bald alle in der Cafeteria habe, zieht Kaito alleine los. Oh, ich muss kurz niesen. Ah, Entschuldigung. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah. Und du willst gut darin sein, Leute aufzuheitern? Au, ich heult immer mehr. Ja, tut mir leid. Mir fiel einfach nicht die richtigen Worte ein. Ich wage zu verzweifeln, dass du jetzt etwas sagen könntest, das zu ihr durchdringt. Wie kommst du da drauf? Weil Aoi nicht einfach darauf wartet, dass jemand das Richtige sagt. Was soll das zu bedeuten? Ist das so ein Mädelsding? Oder spricht Saki da aus Erfahrung? So oder so zeigt Saki viel Rücksicht für jemanden, der eine solche Freigeist ist. Hast du schwer Zeit durchgemacht, du bist zurück wie zwölf, du verstehst Mädchen wirklich. Frag mal doch einfach mal nach. Irgendwie beschleicht mir das Gefühl, dass du schwere Zeiten durchgemacht hast. Du Neigung zu Saki erhöht. Meinst du? Warum? Warum sagst du das? Oh, ich dachte nur, dass du vielleicht aus Erfahrung sprichst. Also. Ja. Hab ich natürlich. Bin auch ziemlich fertig, weil wir Ryo verloren haben. Oh, Saki. Ah, ja, das stimmt wohl. Wie auch immer. Ich bleibe hier bei Aoi. Lass mich das machen. Labramon und ich bleiben auch hier. Okay. Schon in Ordnung, Aoi. Wein doch nicht. Saki, ich. Es war nicht deine Schuld, Aoi. Du hast nichts falsch gemacht. Boah. Keiner von uns hatte etwas tun können. Ich wollte auch helfen. Wir alle wollten das. Schön, dass die Mädchen sich so gegenseitig aufmuntern können. Ich bin echt froh, dass Saki hier ist. Ich kann auch nochmal mit Saki reden. Setz mich am Saki. Wir reden mit Saki. Wir reden mit Saki. Warum ich dann manchmal zweimal X drücken muss? Oder A? Meine Nacht reicht einfach nicht, um über das hinwegzukommen, oder? Ja, ich bin wegen der ganzen Sache auch noch ziemlich durcheinander. Wir alle haben zugesehen, wie einer von uns verschwindet. Das war ein großer Schock. Ryo war ein schräger Typ, schlecht gelaunt, beleidigend, unkooperativ. Aber ich wollte nicht, dass er so verschwindet. Ja, gut, vielleicht kommt er wieder. Wir wissen es ja nicht. Außerdem weiß ich, was sein eigentliches Problem war. Er konnte es sich nicht ausdrücken. Das hat mich wohl an mich selbst erinnert. Deswegen habe ich zu ihm gehalten. Ich habe nie verstanden, wieso Saki, die so lebenslustig ist, mit Ryo zusammen war. Aber jetzt verstehe ich's. Sie dachte wohl, dass sie sich erkennen. Das habe ich nicht wirklich bemerkt. Er war immer so einsam. Deswegen hat er sich auch so verhalten. Stimmt, manchmal sind Leute einfach so, oder? Du siehst das auch so, Floramon? Nein, überhaupt nicht. Was? Aber ich weiß, dass du sehr nett bist, Saki. Ich weiß das besser als jeder andere. Nett? Was? Siehst du das auch so, Takuma? Ich finde Saki schon nett, aber sie kann manchmal auch etwas zu direkt sein. Außerdem kenne ich sie irgendwie noch gar nicht so richtig. Ich finde sie sehr direkt. Ja, ich finde sie auch ganz nett. Ich finde sie auch ganz schön nett. Hey, was ist denn das für eine Antwort? Saki ist wirklich sehr nett. Ja, sicher, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass noch mehr dahinter steckt. Was soll das denn bedeuten? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Du hast Ryo offensichtlich verstanden. Wie du gesagt hast, du trägst das nicht vor dir her, aber du machst dir Gedanken um andere. Was denn? Oh, das hängst du also über mich? Zuneigung zu Saki erhöht. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Danke, Takuma. Gern. Oh, Takuma, du wirst ja ganz rot. Bist du schüchtern, etwas nervös?
Nö, warum sollte ich nervös sein? Mit dir zu reden, habe ich tatsächlich etwas aufgemuckt. Ne? Danke, Takuma. Null Probleme und wir haben weitere Bewegungspunkte aufgebraucht. So. Dann, Klassenzimmer, hier waren wir schon. Jetzt haben die beiden sich aufgeteilt. Was macht Lockborn auf dem Klo? Agumon ist wohl nicht hier. Hey, Lockborn, bist du allein? Shuchi hat mir gesagt, dass ich verschwinden soll. Oh, klingt, als hättest du es auch nicht gerade leicht. Oh, ich verstehe, Shuchi. Ich stehe Shuchi immer nur im Weg. Ja, Shuchi hat Lockborn wohl immer noch nicht akzeptiert. Hoffentlich ist Shuchi bald dir auch gegenüber. Das hoffe ich auch. Ich versuche weiter, dass wir uns so gut verstehen wie du und Agumon. Klingt gut, ich drücke dir die Daumen. Oh, das erinnert mich daran, dass Agumon vorhin weggegangen ist und noch nicht zurück ist. Weißt du, wo er hin ist? Ich bin mir sicher, dass Agumon zum Schrein wollte. Zum Schrein? Wieso will er da hin? Keine Ahnung. Ob es vielleicht etwas damit zu tun hat, was er vor sich hingemummelt hat? Ja, okay, wird das eines unserer nächsten Ziele sein. Wen haben wir denn eigentlich noch hier auf der Liste? Minoru. Agumon ist wohl nicht hier. Als ob ich jetzt die ganze Zeit nach Agumon hier suche. Minoru! Hallo Takuma. Was gibt's? Ich klappere gerade alle ab, da heute Morgen niemand in der Cafeteria war. Kaito ist ziemlich aufgedreht. Er will allein nach Mew suchen. Verstehe, dann sollten wir jetzt vielleicht nicht nur rumsitzen. Ja, Kaito hat sich ziemlich in die Sache reingesteigt, was? Besonders wenn es um seine Schwester geht. Ja, wer hätte gedacht, dass er ein so grober Klotz da. Hätte gedacht, dass ein so grober Klotz an seine Schwester hängt. Das ist mal eine nette Überraschung. Minoru schlägt sich besser als gedacht. Übrigens, Takuma, welche Mangas magst du so? Was? Wie kommst du denn plötzlich darauf? Ist das der richtige Zeitpunkt für so ein Gespräch? Ach, mach doch mal locker. Außerdem will ich ein paar Sachen wegen unserer Situation fragen. Ich verstehe jetzt nicht, warum er mich das fragt, aber bitte. Ich bin kein großer Manga-Fan. Meistens lese ich Superheldenzeug. Aber manchmal romantisches und witziges Zeug. Aber das würde mir Minoru nur reinwürgen. Warum fragst du das? Hat das irgendwas zu bedeuten? Nein, eigentlich nicht. Seit wir hier sind, ist alles so verrückt und ich wollte einfach nur eine normale Unterhaltung. Du bist echt ein Stehaufmännchen, was, Minoru? Ja. Ist mal eine meiner Schokoladenseiten. Ich habe Lieblingsreihen, die ich schon ewig lese. Ich kann die nächste Ausgabe kaum erwarten. Mann, ich bin schon gespannt, was als nächstes passiert. Kommt mir das nur so vor? Oder klingt mir nur etwas gezwungen? Jedenfalls ist der Held immer der coolste. Da kommt einfach niemand dran. Wenn ich das lese, denke ich darüber nach, dass ich auch so sein will. Das meine ich ernst. Minoru, bitte. Ja, richtig. Du weißt ja gar nicht, wovon wir reden, oder, Falcomon? Entschuldige. Mann, es ist in dieser Welt, wenn es nur in dieser Welt Mangas gäbe, schon traurig, oder? Streng dich nicht so an, Minoru. Was? Was meinst du? Es ist offensichtlich, dass dein Herz nicht in dieser Unterhaltung steckt. Echt jetzt? Mach dich nicht lächerlich. Wie gedacht. Er hatte eine Show abgezogen. Minoru, du wirkst ziemlich niedergeschlagen. Könnte ich dich wohl auch nicht täuschen. Aber weißt du, nicht nur ich, die anderen sind es auch. Nach Riders Verschwinden gestern sind alle ziemlich niedergeschlagen. Minoru bildet da wohl keine Ausnahme. Warum konnte ich nichts tun? Ja, Minoru. Dabei habe ich mich mit Ryo nicht mal gut verstanden. Eigentlich war er ein ziemlicher Verlierer. Aber über sein Verschwinden bin ich trotzdem nicht erfreut. Minoru, beruhige dich. Und das ist Mist, denn ich wusste, dass er zu kämpfen hatte. Er hatte seit unserer Ankunft... Wieso habe ich ihn nur die ganze Zeit ignoriert?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe ihn nicht nur ignoriert, sondern auch geärgert und beleidigt. Ja, ich bin wirklich furchtbar. Das war nicht deine Schuld, Mindu. Warum macht ihr doch nicht dauernd solche Vorwürfe? Versuch nicht, mich zu trösten. Ich weiß, dass es furchtbar war, was ich getan habe. Ich habe Ryo nie anständig behandelt. Schwer vorstellbar, dass Minoru so niedergeschlagen sein konnte. Richtig ungewohnt. Aber auf seine Weise hat er viel an Ryo gedacht. Pokémon, ich denke, Minoru braucht jetzt mehr etwas Zeit für sich. Ja, aber solange Minoru auf diese Weise über sein Verhalten nachdenkt, ist sein Herz am rechten Fleck. Okay, dann gucken wir mal nach Agumon und dem Schrein. Okay, mit ihm möchte ich jetzt nicht reden. Bald nahe Schule. Ein Schrein. Ich bin auf der Suche nach Agumon ganz schön weit rausgegangen. Ich glaube kaum, dass er weiter gegangen ist. Ich glaube, ich hörte was. Da ist er. Warum summt er da draußen vor sich hin? Da steht er sogar. Sehe ich jetzt erst, dass er steht. Hi, Agumon. Oh, Takuma. Du bist es nur. Ich habe mich erschreckt. Tut mir leid. Irgendwie habe ich ein Talent dazu. Erst Shuji, dann dich. Was machst du hier draußen? Tada, guck dir das mal an. Was ist denn... Was ist das? Was ist das alles? Ich wollte die anderen aufheitern und habe das ganze Zeug hier gefunden. Moment, bist du deswegen davongerannt? Genau, weißt du, was du zu mir gesagt hast? Du hast gesagt, ich sollte etwas für andere machen, das mir gefallen würde und sie aufheitert. Also habe ich die Sachen gesammelt, von denen sie vielleicht bessere Laune bekommen. Oh, klingt, das hätte Agumon auf seine Weise richtig viele Gedanken gemacht. Danke, Agumon, das wird Ihnen bestimmt richtig gut gefallen. Hoffentlich, das würde ihn sehr, würde mich sehr, sehr glücklich machen. Kommst du jetzt wieder mit? Kannst du uns nur den Schrein angucken? Ich glaube, da ist was. Kamera. Ah, nö. Ja, gut. Was ist das? Eine starke Mohrrübe in der Prügelkarotte. Karotten machen ja nicht blind, aber ich glaube, die hier verpasst wenigstens ein blaues Auge. Oder zwei. So, mal sehen. Lapramon. Mit wem wollen wir noch reden? Sporthalle, mit ihm werden wir so oder so noch ein bisschen reden, schätze ich mal stark. Kaito, er ist ziemlich sauer. Sieht ziemlich sauer aus. Was ist hier los? Okay, was habt ihr gemacht? Oh, hey, Kaito. Was machst du denn hier? Ach, nichts. Ich wollte euch nicht stören oder so. Hey, komm schon, du gehörst jetzt zu uns. Du musst dich nicht fernhalten. Hätte ich sie nur früher durchschaut, wäre es nicht so weit gekommen. Es geht doch nicht nur dir so. Alle anderen wurden auch so hereingelegt. Keiner macht dir Vorwürfe, Kaito. Ich fühle mich aber so schlecht, okay? Ich habe mich die ganze Zeit egoistisch verhalten und nur an mich gedacht. Aber ich habe das nur gemacht, weil ich dachte, ich würde für die Sache bezahlen. Er konnte da nichts tun, obwohl ich Ryo in die Sache reingezogen habe. Das werde ich mir nie verzeihen. Nein, Kaito, es war nicht deine Schuld. Keiner von uns hätte was tun können. Stimmt, wir waren machtlos. Ich wollte mich trotzdem entschuldigen. Ich habe das Gefühl, ich hätte mehr tun sollen. Also tut mir leid. Ich dachte immer, Kaito wäre dreist und unüberlegt, aber er ist wirklich ein guter Typ. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Geruchssinn wollte ich gerade sagen, aber das wäre falsch gewesen. Ist überraschend ehrlich und sogar vernünftig. Du bist ziemlich vernünftig. Weißt du, du bist eigentlich ganz vernünftig, Kaito. Wo kommt das denn plötzlich her? Du bist rücksichtslos und aufbrausend und kannst nicht gut mit Worten umgehen. Aber du denkst immer darüber nach,
was du für Mio tun könntest. Und das finde ich toll. Das stimmt nicht. Ich bin nicht... Nein. Kaito, was ist denn los? Vergiss es, das ist nichts. Zuneigung wird. Aber danke, Takuma. Aber genug von mir. Bist du sicher, dass die anderen kommen? Ich warte nur bis Mittag. Ja, ich hab's ja kapiert, verdammte. Mann, ich sollte meine Zeit überhaupt nicht mehr erst mit Gelaber verschwenden. Jetzt ist er wütend. Warum? Das ist bestimmt nur Ablenkung und es ist ihm peinlich. Was für ein Lügensack, Herr Drogis. Ich will das nicht hören. Lügensack. Aber ich meine es ernst. Mit der Zeitverschwendung da draußen warten feindliche Monster im Nebel. Ja, er hat recht. Wir haben gerade wirklich keine eigenen Sorgen. Aber was waren das eigentlich für komische Hände, die aus dem Nebel kamen? Darüber habe ich mir auch Sorgen gemacht. Sag mal, weißt du oder wissen die anderen etwas darüber? Ich weiß nicht so recht. Du weißt es nicht? Tut mir leid. Schon gut, du hast es versucht, auf deine Art aufzuhalten. Danke. Man kann sagen, was man will, aber Kaito und Dragmon sind ein gutes Team. Mal im Ernst, Mann, was soll das? Ich kann komische SMS empfangen, aber... Okay, das beantwortet meine Frage, die ich vor ein paar Folgen hatte, ob die selber mal einen Text nach euch schicken können. Ist bei dir auch so, Kaito? Ach, ich bin also nicht der Einzige? Ja, ist bei allen so. Wir haben überlegt, zu den Funkturm zu gehen. Was? Wir sollen Mio ihrem Schicksal überlassen? Wir sollten sie schnell retten. Hey Mann, du hast gesagt, du wartest bis Mittag, oder? Ja. Es leckt mich am Arsch. Wäre irgendwie cool, wenn ich die Nachricht nochmal so nachlesen könnte. Schlüsselgegenstände. Ach ja, erinnert ihr euch noch an die Flasche Essig? Oder die Petroleumlampe? Da fällt mir ein, dass ich da früher immer die ganzen Sachen noch alles abgeschaut habe. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass da immer wieder dasselbe Textteil einfach kommt. Deswegen lohnt sich die Suche hier wahrscheinlich gar nicht. Jetzt ist er rausgegangen. Labramon! Da ist Labramon. Ich sollte mit dir reden. Hallo, Labramon. Hallo, Labramon. Hey, Labramon, was machst du da ganz allein? Ich bin auch überrascht, dass Aoi nicht bei dir ist. Manchmal machen wir eben auch gerne mal was alleine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich bleibe lieber bei Takuma. Du ziehst doch auch manchmal allein los, Agumon. Ja, naja, das ist kompliziert. Also eigentlich nicht wirklich. Hast du noch Aoi gesehen? Oder wolltest du mit ihr reden? Ich versuche eigentlich alle zusammenzutrommeln. Kaito ist sauer, dass niemand in der Cafeteria ist. Er meint, wenn bis Mittag keiner kommt, sucht er allein nach Mio. Aber er ist ziemlich nervös deswegen. Oh, okay, verstehe. Dann bin ich am Mittag in der Cafeteria. Bis dann. Das war das ganze Gespräch. Da soll ich Floramon vielleicht auch noch ganz schnell anhauen. Da ist Kaito. Soll ich nach ihm rufen? Floramon! Floramon! Hey Floramon, was hast du da? Oh, hey Takuma, spürst du das? Was soll ich spüren? Da drüben. Ist da nicht das Schreien? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da drüben ist etwas. Ich spüre, es ist eine Art seltsame Kraft. Was da wohl ist? Ich habe keine Ahnung. Es beunruhigt mich wirklich. Spüren Floramon und die anderen etwas, das wir Menschen nicht spüren können? Aber was führt dich zu Herr Takuma? Kaito hat mich gebeten, alle zusammenzutrommeln. Er meint... wenn wir nicht alle am Mittag in der Cafeteria sind, sucht er allein nach Mio. Wir sind sicher noch alle nach der Sache mit Ryo und Kunemon recht fertig, aber... Ja, ich verstehe, auf was du hinaus willst.
Ihr sollt nach Mio suchen. Ich kann verstehen, wie Kaito sich jetzt fühlt. Wir können nicht einfach nur hier herumstehen. Ich muss mich auch zusammenreißen. Echt? Du wirkst aber ganz gefasst auf mich. Es könnte aber besser laufen. Ich muss mich zusammenreißen, sonst kann ich vielleicht Saki nicht beschützen. Saki ist auch so... Sie wirkte total gefasst, aber ich mache mir manchmal Sorgen. Du bist sehr aufmerksam, aber wenn du auf sie aufpasst, geht es ihr sicher gut. Wirklich? Wenn du jetzt denkst, Takuma, dann ist vielleicht wirklich alles in Ordnung. Danke fürs Zuhören, Takuma. Gern geschehen. Schön, wenn ich helfen konnte. Okay, dann bis später. So, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Die hat gerade eben den Schrein erwähnt. Ist da irgendwas? Also, was soll ich tun? Gar nichts, hier kann ich nichts machen. Zum Schrein? Hier kann ich auch nichts machen. So. Schulbereich. Mit Kindern könnte man noch reden eigentlich. Aber ich sehe gerade, dass die Folge eh schon wieder vorbei ist. Dann würde ich das auf die nächste Folge verschieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Wie gesagt, nächste Folge würde ich jetzt schauen, so langsam, dass ich zum Ende komme. Von den Let's Play her. Wie gesagt, ich warte darauf, dass ihr einige in Kommentaren damals reinschreiben. Tut. Je früher ich halt da Bescheid weiß, desto eher kann ich dann halt, weitere Folgen dann eben produzieren. Ja, ihr wisst Bescheid. Also Like, Kommentar und Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Digimon Survive wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dann. Tschüss.